Flugzeugkatastrophe. Absturz einer Swissair MD-11-Maschine vor der Atlantikküste Kanadas. Alle 229 Insassen sind tot. Die Ursache des Unglücks ist nicht geklärt. Es ist das schlimmste Desaster in der Schweizer Luftfahrtgeschichte. Bestürzung und Trauer bei den Angehörigen in den Flughäfen Zürich und Genf. Die ganze Schweiz trauert mit. Die Flaggen stehen auf Halbmast. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Swissair-Maschine ist heute Morgen vor der kanadischen Küste abgestürzt. Unter den 229 Opfern befinden sich 41 Schweizer. Das Flugzeug war in New York gestartet und befand sich auf dem Flug nach Genf. Der Pilot hatte offensichtlich noch versucht zu landen. Um 3.20 Uhr unserer Zeit stürzte die Maschine ins Meer. Wrackteile im Meer. Die Bilder des kanadischen Fernsehens zeugen vom schwersten Unglück in der Geschichte der Swissair. 229 Menschen haben hier den Tod gefunden. Menschen aus 14 Ländern. Die meisten der Opfer, 137, stammten aus den USA. Die MD-11 war in New York gestartet. Kurz vor der kanadischen Küste tauchten Probleme auf. Offenbar gab es Rauch im Cockpit. Zuerst wollten die Piloten nach Boston zurück. Dann versuchten sie eine Notlandung in Halifax. Kurz darauf stürzte die Maschine ins Meer, nur knapp 10 Flugminuten vom Flughafen Halifax entfernt. Ein Anwohner erzählt, er habe stotternde Geräusche gehört und anschließend ein ohrenbetäubendes Krachen. Aber dann sah man nichts, kein Lichtblitz, kein Feuer, gar nichts. Das war um 3.20 Uhr Schweizer Zeit. Sofort wurde Großalarm ausgelöst. Die Rettungsmannschaften und die Swissair befürchteten das Schlimmste. Zu Recht. Erste Meldungen, es gäbe Überlebende, mussten dementiert werden. Ärzte wurden aus den Spitälern wieder nach Hause geschickt. Die Trümmer des Flugzeugs waren im Wasser im Umkreis von 2 Meilen verstreut. Die Unfallstelle wurde mit Leuchtraketen und aus Helikoptern beleuchtet. Dutzende von Schiffen der kanadischen Marine waren im Einsatz. Sie wurden unterstützt von Fischern, die spontan Hilfe leisteten. Noch in der Nacht wurden erste Leichen geborgen. Die sterblichen Überreste der Passagiere wurden in eine provisorische Aufbahrungshalle gebracht. Dort sollen sie identifiziert werden. Und die Suche dauert an. Suche nach Leichen, nach Flugzeugteilen und nach der Blackbox. Von ihr erhofft man sich Informationen über die Ursache dieser Katastrophe. Hans-Peter Stalder, Sie sind am Ort des Geschehens in Halifax. Wie präsentiert sich die Lage dort im Moment? Die Rettungs- und Bergungsoperation geht mit allen Mitteln und allen Kräften weiter. Es sind daran mehrere Schiffe der kanadischen Navy, der Küstenwache beteiligt. Es stehen ständig mehrere Helikopter und Flugzeuge im Einsatz. Und bei diesen Bergungsarbeiten nehmen auch Dutzende von privaten Fischerbooten teil. Bis jetzt sind offiziell 16 Leichen geborgen worden, nach inoffiziellen Angaben mehr als 30. Diese Differenz rührt daher, dass offenbar verschiedene Leichen von privaten Fischerbooten geborgen worden sind, aber noch nicht offiziell registriert wurden. Man hat hier die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, nicht völlig aufgegeben, aber diese Hoffnung schwindet doch von Stunde zu Stunde. Aber man will heute bis zum Einbruch der Dunkelheit, also noch mehrere Stunden, nach möglichen Überlebenden weitersuchen. Hat man denn inzwischen die Blackboxes gefunden? Nein, diese Blackbox hat man bis jetzt noch nicht gefunden. Erst morgen soll dann eine größere Operation beginnen mit speziellen Schiffen und mit Tauchereinheiten, um nach dieser Blackbox zu suchen. Heute will man die Kräfte noch konzentrieren, wie ich gesagt habe, auf die Suche nach Überlebenden und für die Bergung von Leichen auf der Wasseroberfläche. Und erst morgen dann soll allmählich die eigentliche Unterwasserbergung beginnen. Lassen sich denn aus den Trümmern, die man gefunden hat, irgendwelche Schlüsse ziehen? Aus den Trümmern, das heißt aus den sehr vielen kleinen Teilen von Trümmern, lässt sich zumindest der Schluss ziehen, dass diese Maschine sehr hart auf die Wasseroberfläche aufgeprallt ist. Die zuständigen Stellen hier geben keine Informationen bis jetzt über eine mögliche Absturzursache und sie wollen auch nicht irgendwie spekulieren, was zu diesem Unglück geführt haben könnte. Danke, Hans-Peter Stalder. Die Fluggesellschaften Swissair und Delta haben Notnummern eingerichtet. Wer befürchtet, dass auf dem Swissair-Flug 111 Freunde und Angehörige waren, kann sich auf folgenden Nummern informieren. Für Zürich 01 803 17 17. Für Genf 022 717 83 00.
Für New York 001 1800 801 0088. Die Swissair bietet morgen einen Sonderflug nach Halifax an, den Unglücksort an. Dieser Flug ist nur für Angehörige der Opfer. Diese können sich ebenfalls unter diesen Nummern anmelden. In Genf hätte die Maschine kurz nach 10 heute Morgen landen sollen. Am Flughafen warteten Angehörige auf die Ankunft des Swissair-Fluges 111 aus New York. Diese Szenen haben heute Morgen den Flughafen Genf-Cointrin beherrscht. Entsetzen, Bestürzung und Fassungslosigkeit bei Angehörigen und Bekannten. Keiner der 229 Insassen hat den Swissair-Flug 111 von New York überlebt. Doch eine offizielle Bestätigung der Passagierliste war am Vormittag nicht zu erhalten. Mein Sohn war vielleicht auf dem Flug, er sollte heute Morgen zurückkommen. Sie wissen also noch nichts? Nein, nichts. Vielleicht gibt es eine Liste der Passagiere und der Crew. Die eilig eingerichtete Nottelefonzentrale läuft auf Hochtouren. Speziell ausgebildetes Personal versucht zu helfen. Und das Krisenzentrum empfängt immer mehr Familienangehörige. Rund 50 Psychiater, Ärzte und Seelsorger versuchen, den Schmerz zu lindern. Mittags war die Stimmung hier ruhig und eher gefasst. Dann kam die Liste der Passagiere heraus. Zwar noch nicht offiziell von oben bestätigt, aber da brachen einige zusammen. Andere hatten Wutanfälle. Unsere Arbeit besteht daran, diese Katastrophe in individuelle Trauer umzuwandeln. Diese Arbeit wird dauern, das hier ist nur der Anfang und sie wird so lange gehen, bis jede Familie psychologisch betreut ist. Am Nachmittag wird klar, die meisten Opfer sind Amerikaner. US-Botschafterin Madeleine Cunin ist sofort zur Stelle. Auch sie will trösten am wohl schwärzesten Tag von Genf-Cointrin. Auch in Zürich warteten Angehörige auf Passagiere, die mit Swissair von den Vereinigten Staaten aus nach Hause zurückkehren sollten. Doch viele haben eine andere Maschine genommen. Im Flughafen Zürich-Kloten erlebten diese Angehörigen bange Minuten. Wer heute Morgen im Terminal A des Flughafens Kloten ankam, wurde sehnlichst erwartet. Die Unsicherheit war besonders groß, wenn Angehörige oder Freunde auf einem Swissair-Flug aus New York erwartet wurden. Ich habe eine große Angst, aber ich habe Swissair sofort angerufen. Die haben eine Notfallnummer gehabt, die waren sehr hilfreich und haben, gesagt, dass meine Mutter in diesem Flug ist und alles mit diesem Flug gut geht. So. Können Sie uns sagen, auf wen Sie warten? Ich warte auf meine Eltern, die von New York aus gestartet sind. Was wissen Sie von ihnen? Ich hoffe, dass Sie auf diesem Flug sind. Das bange Warten nahm in diesen Fällen ein glückliches Ende. Ein bloßer Zufall, dass sie auf einem nachfolgenden Flug waren und nicht in der Unglücksmaschine saßen. Die Passagiere erfuhren wie diese Frau erst hier in Kloten, was passiert war. Ihre Schwester hatte die Nachricht auf einen Zettel geschrieben. In die Freude des Wiedersehens mischte sich Entsetzen. In Flight haben wir es vernommen, dass das Unglück passiert ist. Ich habe gehofft, dass natürlich alle noch am Leben sind, oder? Mhm. Und leider haben wir heute Morgen, als wir ankamen, sie haben müssen hören, dass es nicht so ist. Mhm. Total im Schock. Wir sind alle im Schock. Auch für das Flugpersonal musste es diesmal eine besondere Erleichterung gewesen sein, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Hier im Studio begrüße ich nun den Konzernchef der Swissair Group, Philipp Bruggisser. Wann wurde diese Maschine zum letzten Mal gecheckt? Zuerst möchte ich mein großes Bedauern ausdrücken. Wir sind alle schockiert. Das Flugzeug wurde zuletzt am 10. August dieses Jahres überprüft. Die letzte Großüberholung wurde im September 1997 durchgeführt. Und jedes Flugzeug wird vor jedem Start sorgfältig überprüft, auch dieses Flugzeug. Kann denn trotzdem ein technischer Fehler zum Unglück geführt haben? Bei einem Absturz ist alles möglich und es ist heute zu früh zu spekulieren. Kann es unter Umständen auch ein Anschlag gewesen sein? Auch darüber lässt sich heute nicht spekulieren. Es ist das schwerste Unglück, seit es die Swissair überhaupt gibt. Was heißt das für Ihr Unternehmen? Die Swissair hat einen Namen als eine der sichersten Fluggesellschaften, betreibt eine der jüngsten Flugflotten mit 7 Jahre Durchschnittsalter. Das ist ein schwerer Schlag. Und wir werden daran arbeiten müssen, unseren Ruf wieder zurückzuerobern.
Danke, Philipp. Also, wir werden nachher noch einmal auf das Unglücksflugzeug zu sprechen kommen. Dieser Absturz ist, wie gesagt, die schwerste Flugzeugkatastrophe der Swissair in ihrer über 60-jährigen Geschichte. Dreimal sind in den letzten 35 Jahren zahlreiche Menschen beim Absturz eines Swissair-Flugzeuges ums Leben gekommen. Am 4. September 1963 stürzt bei Dürrenäsch im Kanton Aargau eine Caravelle der Swissair ab. Die 74 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder kommen dabei ums Leben. Es ist die erste Flugzeugkatastrophe in der Geschichte der Swissair und sie trifft ein Dorf besonders hart. Mehr als die Hälfte der Opfer stammt aus der Zürcher Gemeinde Humlikon. 47 Menschen kommen bei Würenlingen im Kanton Aargau ums Leben, als am 21. Februar 1970 eine Coronado der Swissair abstürzt. Absturzursache ist die Explosion einer Bombe im Frachtraum des Flugzeuges. Der Anschlag ist das Werk palästinensischer Terroristen. Unter den Opfern befinden sich auch 15 israelische Staatsangehörige. Vor fast 19 Jahren dann das letzte schwere Flugzeugunglück der Swissair. 14 Passagiere kommen ums Leben, als eine DC-8 der Swissair bei der Landung in Athen über die Piste hinausrast und in Brand gerät. 137 überleben das Unglück. Die Besatzung hat vor dem Absturz noch gemeldet, dass Rauch im Cockpit sei. Der Chefpilot der Swissair, Christian Stüssi, zur Frage, was den Rauch im Cockpit bedeuten könnte. Rauchentwicklung ist für die Piloten etwas, was zu einer schwierigen Situation führen kann, weil man muss zuerst lokalisieren, wo der Rauch herkommt, ob er aus der Kabine, aus dem Frachtkompartment kommt, was die Ursache ist für diesen Rauch und vor allem muss man dann schnell handeln. Es ist aber nicht gesagt, wobei wir haben Anhaltspunkte, jetzt sogar offizielle, dass Rauch eine Rolle gespielt hat. Was könnte es bedeuten, dass er zuerst in Boston landen wollte und nachher direkt nach Halifax? Ich könnte mir vorstellen, dass im ersten Moment die Sache harmloser ausgesehen hat, als sie sich dann entwickelt hat. Und es wurde dann plötzlich, hat die Zeit gedrängt. Und er hat sich entschieden, auf einen Flugplatz zu gehen, der gut ausgerüstet ist und eine Landung ermöglicht hätte. Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich um ein Langstreckenflugzeug des Typs McDonnell Douglas MD-11. Als diese Maschinen in Betrieb genommen wurden, gab es in der ersten Zeit kleinere technische Probleme. Die Swissair konnte die Mängel aber beheben. Eine MD-11 beim Anflug auf Zürich-Kloten. Die Swissair beschaffte 1991 den neuen Flugzeugtyp als eine der ersten Fluglinien. Die MD-11 löste in der Swissair-Flotte die DC-10 als klassisches Langstreckenflugzeug ab. Die neuen Jets standen anfänglich aber überdurchschnittlich oft in der Werft. Wegen Problemen mit den Triebwerken mussten die Piloten mehrere Flüge abbrechen und an den Ausgangspunkt zurückkehren. In einer aufwendigen Aktion wurden schließlich die kritischen Triebwerkteile ersetzt. Danach hatte die Swissair mit ihren 16 MD-11-Maschinen keine Probleme mehr, bis zum fatalen Absturz gestern Nacht. In den USA allerdings ist letztes Jahr bereits eine Frachtversion dieses Typs abgestürzt. Die MD-11 gilt trotzdem als sehr sicher. Die Passagiere schätzen den Komfort des Flugzeugs, das in der Standardversion 295 Sitzplätze anbietet. Und die Piloten loben die hochentwickelte Technologie. Die MD-11 hat ein sogenanntes Glascockpit, das heißt, sämtliche Funktionen des Flugzeuges werden auf Bildschirmen angezeigt. Die gestern verunglückte MD-11-Maschine der Swissair war erst 7 Jahre alt. Und nach einer Revision im letzten August in hervorragendem Zustand, sagt die Swissair. Warum es nun dennoch zum Absturz kam, das kann möglicherweise nur die Blackbox der Unglücksmaschine beantworten. Philipp Burg, also die Swissair hat noch 15 Maschinen dieses Typs MD-11 im Einsatz. Was geschieht nun mit diesen Maschinen? Es ist vorgesehen, dass diese Maschinen überprüft werden. Und wir werden sie, wie geplant, ab dem Jahr 2002 durch A340 ersetzen. Was geschieht bis dahin? Bis dahin kommt es darauf an, was die Untersuchungen zeigen werden. Und wenn der Voice Recorder, der Flugsicherungsschreiber ausgewertet sind, werden wir schauen müssen, welche Konsequenzen zu ziehen sind. Und dann werden wir alles tun, damit diese Flugzeuge in Zukunft wieder sicher sind, sollte der Unfall auf einen technischen Fehler zurückzuführen sein. Aber könnte es sein, dass man sie vorher auch zurückzieht? Kaum.
Wie lange wird es überhaupt gehen, bis diese Untersuchungen abgeschlossen sind? Das hängt davon ab, wie schwierig dass die Bergung der Flugschreiber sein wird. Das hängt davon ab, in welchem Zustand diese sein werden. Und das hängt davon ab, wie schwierig es sein wird, herauszufinden, was jede Sekunde bis zum Absturz geschehen ist. Das kann Tage dauern, es kann aber auch Monate dauern. Was geschieht nun in den nächsten Tagen? In den nächsten Tagen wird man sicher alles versuchen, die Flugsicherungsschreiber zu bergen und durch Experten auswerten zu lassen. Danke, Philipp Brugisso. Bei mir im Studio begrüße ich nun den Fernsehkollegen und Aviatik-Journalisten Kurt Schad. Sie sind ja selbst Privatpilot. Können Sie einschätzen, was sich an Bord dieses Flugzeuges in den letzten Minuten abgespielt haben könnte? Nein, natürlich kann ich das nicht. Das wäre absolute Spekulation. Herr Brugis hat ja schon gesagt, man muss die Auswertung der Flugdatenschreiber und der Cockpit-Voice-Recorders abwarten. Dann kann man mehr sagen. Was man natürlich sagen kann, ist, was passiert in Fällen, in denen Rauch im Cockpit auftritt. Da gab es ja schon verschiedene Fälle, die schon ausgewertet worden sind. Und das Problem ist, das ist eines der größten Probleme für Piloten überhaupt, denn sie sind erstens mal in großer Höhe und müssen erstmal die Höhe abbauen, bis sie zu einem Flugplatz kommen. Da verstreicht mal schon sehr viel Zeit. In dieser Zeit kann sich natürlich der Rauch auch sehr stark entwickeln. Sie haben natürlich von Anfang an ihre Rauchmasken an, das ist klar, aber wenn sich der Rauch stark entwickelt, kann man nach einer bestimmten Zeit möglicherweise die Instrumente nicht mehr sehen. Man kann auch möglicherweise nicht mehr nach draußen sehen, wenn die Sicht nach draußen versperrt ist, wenn man die Instrumente nicht mehr sieht, dann wird es schon sehr kritisch. Man hat das gesehen auf einem Flug einer Swissair MD-80 von München nach Zürich. Als sie nach München zurückkehren musste, hatte man genau diese Situation. Die Piloten konnten sich gegenseitig im Cockpit nicht mehr sehen und mit sehr viel Können und Glück haben sie die Landung doch noch geschafft. Was haben die Piloten dann gemacht in dieser Situation? Sie haben sich an die normalen Procedures gehalten und haben vor allem auch ein großes Vertrauen gegenseitig ineinander gehabt, dass jeder das Richtige tut. Und dann, wenn man eben gut trainiert ist und das auch im Simulator, und das tut man von Zeit zu Zeit trainiert, dann kann man auch gewappnet sein, solche Situationen zu überstehen. Also es gibt theoretisch noch eine Möglichkeit, in einer solchen Situation zu landen? Ja, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch in der Fliegerei. Wenn es in der Fliegerei Dinge gäbe, die man grundsätzlich nicht bewältigen könnte, dann würde man nicht fliegen. Danke, Kurt Schad. Der Bundesrat hat auf die Katastrophe sofort reagiert. Bundespräsident Gotti sprach den Angehörigen im Namen des Gesamtbundesrates sein Beileid aus. Im Namen des Bundesrates spreche ich den Angehörigen der Opfer unser tiefstes Beileid aus. Wir alle, und ich meine vor allem Freunde, Verwandte und Bekannte, sind aufgefordert, den Angehörigen in dieser schweren Stunde beizustehen. Kurz vor dieser Erklärung des Bundespräsidenten traf sich der Bundesrat zu einer kurzen Sitzung. Es gab nichts zu beschließen. Die Sitzung war vielmehr ein Zeichen der Betroffenheit. Es sei ein schwarzer Tag für unser Land, meinte der Bundespräsident abschließend. Als äußeres Zeichen der nationalen Trauer und der Betroffenheit wurden bei allen offiziellen Gebäuden beim Bundeshaus die Schweizer Fahnen auf Halbmast gesetzt. Im Bundeshaus ist ein Kondolenzbuch aufgelegt worden. Die Bevölkerung kann dort ihre Anteilnahme ausdrücken mit einem persönlichen Eintrag im Buch. Die Mehrzahl der Menschen an Bord der abgestürzten Maschine waren Amerikaner oder in den USA lebende Bürgerinnen und Bürger. Der Bürgermeister von New York, Rudolf Giuliani, sprach auf dem Flughafen von New York den Angehörigen sein Beileid aus. Schon in der Nacht traf New Yorks Bürgermeister Rudolf Giuliani auf dem John F. Kennedy Airport ein. Den Angehörigen, die dort auf genauere Nachrichten warteten, sprach Giuliani sein persönliches Mitgefühl aus. Dies sei eine schreckliche Tragödie, sagte er. New York werde dabei besonders hart getroffen, denn von den Passagieren der Unglücksmaschine stammen über 130 aus New York und dessen Umgebung. Trauer auch bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Zu den Absturzopfern zählen mindestens 6 UNO-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unter ihnen befindet sich Jonathan Mann und dessen Frau. Mann war einer der berühmtesten AIDS-Spezialisten der Welt. Die Weltgesundheitsorganisation gedachte in einer Sitzung ihrer verunglückten Mitglieder. In New York wurde zu ihrem Gedenken die UNO-Fahne auf Halbmast gesetzt.
US-Justizministerin Janet Reno hat inzwischen Sabotage als mögliche Absturzursache ausgeschlossen. Es gäbe bis jetzt keine Anzeichen, dass Terrorismus im Spiel sei, erklärte sie vor der Presse. Um 20 Uhr sehen Sie hier auf SF1 eine Sondersendung mit weiteren Hintergrundinformationen zum Absturz der Swissair-Maschine. Soweit die Berichterstattung der Tagesschau zur Flugzeugkatastrophe der Swissair. Und nun noch einige weitere Meldungen des Tages in Kürze. Präsident Bill Clinton hat einen dreitägigen Besuch in Nordirland begonnen. Vor dem Provinzparlament in Belfast und vielen geladenen Gästen rief Clinton Katholiken und Protestanten zur Zusammenarbeit auf. Der jetzt eingeleitete Friedensprozess sei eine Chance, die sich nur einmal biete. Anschließend besuchte Clinton die Stadt Omagh. Zusammen mit Frau Hillary und dem Ehepaar Blair gedachte Clinton den 28 Toten, die beim Terroranschlag vor 2 Wochen hier starben. Überraschende Unterstützung für den designierten Ministerpräsidenten Tschernomyrdin. Wladimir Schirinowski und seine 50-köpfige Fraktion in der Duma haben das Lager gewechselt und unterstützen jetzt Tschernomyrdin. Auch das Oberhaus hat sich für Tschernomyrdin ausgesprochen. Aber die Linke, die über eine Mehrheit in der Duma verfügt, ist noch immer gegen Tschernomyrdin. Präsident Jelzin hat deshalb neue Zugeständnisse angekündigt. Nächste Nachrichten sehen Sie um 10 vor 10 mit Eva Wannenmacher. Ja, in diesen Minuten landet Jana Czarnik auf dem Flughafen in Halifax, dort, wo die Swissair-Maschine ins Meer gestürzt ist. Um 10 vor 10 schalten wir zu meiner Kollegin an die Ostküste Kanadas. Wir arbeiten fieberhaft daran, Ihnen bis dann Ihre Live-Berichte zu vermitteln. Das war's von der Tagesschau an diesem traurigen Tag. Ich verabschiede mich von Ihnen. Auf Wiedersehen.